Wir werden jetzt wieder einem unserer prominenten Praktikanten über die Schulter quasi schauen. Und zwar ist die Lokalität der Friedhof in Berchtoldsdorf in Niederösterreich. Der Hauptakteur ist Kabarettist Wolfgang Fifi Bissecker, der dort einen Tag lang als Totengräber arbeitet. Kabarettist Wolfgang Bissecker am Weg zu seinem neuen Arbeitsplatz, dem Berchtoldsdorfer Friedhof. Hier befindet sich das Grab der Familie Bissecker. In Fifis Leben hat der Tod schon früh eine große Rolle gespielt. Nachdem mein Vater gestorben ist, wie ich 20 Jahre alt war und er 56, habe ich mich sehr früh mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Das musst du einfach machen. Und dadurch, ja, habe ich halt einen wahrscheinlich anderen Zugang und habe auch in meines Lebens eigentlich sehr viele Menschen sterben und gehen gesehen. Und es ist immer wieder wahnsinnig schmerzvoll und tut wahnsinnig weh. Aber es bringt dich auch sehr in die Selbstreflexion rein. Und das bei all dem Schrecken und den Schmerz kann man dem trotzdem noch was Positives abgewinnen. Und die Frage ist ja nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern die Frage ist, ob es davor ein Leben gibt und wie man eben dieses gestaltet für sich. Und genau diese Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit dem Tod brachten Fifi dazu, einmal in die Rolle des Totengräbers zu schlüpfen. Und zwar unter dem strengen Auge von Totengräber Walter Breuer. Wie schön, dass du da bist. Ja. Dann werden wir mal schauen. Ne? Bitte. Dankeschön. Ist immer schlecht, wenn der Totengräber sagt, vor Ihnen. Ne? Naja, du musst schaufeln. Ja, ich schau zu. Ja. So, da haben wir nämlich ein Sammelgrab. Ja. Wo die heimgefallenen Gräber, die Knochen reinkommen. Okay. Und da muss man jetzt wieder ein bisschen was reintun, dass die Knochen abgedeckt sind. Ne? Okay. Jetzt machen wir es auf und dann gut. Darfst dich betätigen. Ja, okay. Fein, gut ist. Dann nehmen wir mal die Platten weg. Ja. Und stellen wir es dazu. Also viel Spaß. Gehen wir es an. Nicht? Jetzt wird in die Hände gespuckt. Genau. Also da kommen immer wieder eben nur eine Schicht Erde und dann kommt, wenn man wieder ein Grab vergeben, neu kommen wieder die Knochen von dem Grab, wo man es halt rausnimmt. Es sind oft 4 oder 6 Personen, die kommen halt wieder in das Grab. Ne? Und dann, bis es halt komplett voll ist. Wird aber nicht beschriftet, also es ist dann anonym. Ja, ich glaube, das schaut sehr gut aus. Ich glaube, die Aufgabe ist erfüllt. Weil er gesagt, Kupf soll ich kaum machen drauf. Hätte er nicht gemacht. Aber er... Ich glaube, und jetzt ist eben der Plan, dass jetzt die nächste Schar sozusagen von den Knochen draufkommt und dann könnte ich wieder Hand anlegen. Die erste Aufgabe ist erfüllt. Für die nächste muss Fifi sich umziehen und adäquat kleiden. Die Arbeit des Totengräbers erfordert viel Pietät und Feingefühl. Jeder Handgriff muss sitzen, gerade im Umgang mit einem Sarg. Ja, jetzt möchte ich Ihnen Fifi zeigen, wie das ist, wenn man sagt, Beerdigung, Ablauf, wie das funktioniert, dass man sagt, den Sarg von Kühlkammer aufs Bohrwagerl und dann rausfährt von der Halle zum Grab, auf dem Versenkapparat draufstehen und dann versenken, dass der Ablauf einmal weiß, wie das funktioniert, das Ganze. Weil man muss halt alles kontrollieren, man muss die Gurten kontrollieren, man muss schauen, man muss sich mit den Bestattern zusammensprechen, wie tragen wir zu, wie hat man dort Platz, dass das ein schönes Bild macht einfach, nicht, dass man dort steht und dann jeder schaut den anderen an und weiß nicht, was man tun soll. Nicht? Wenn es jetzt anfängt zum Runterlassen, nicht, ja. Dann nehme ich die Kurbel, drücke ein Stückchen nach vor, dass ich die Sicherung aufmachen kann. Ja. Der muss aber immer schauen, dass die schön drauf ist. Nicht? Ja. Dann halte ich den Sarg ein bisschen, dass er am Anfang wirklich schön langsam runtergeht. Alles klar. Dass er nicht so herpendelt, nicht? Dass du wirklich sagst, er geht ganz langsam. Und wenn er mal richtig in die Gurten drin hängt, dann geht es eh von selber. Das ist ein Beruf wie jeder andere, glaube ich. Das ist das, was du tust, die Abläufe. Und das hat mir sehr gut gefallen, was der Walter gesagt hat. Er möchte schöne Bilder erzeugen. Er möchte schöne Verabschiedungen schaffen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Handwerk eben, was mit viel Fingerspitzengefühl zu bewerkstelligen ist. So auch die nächste Aufgabe. Fifi muss in eine Grabkammer steigen, um nach einer Verabschiedung die Urnenkammer zu schließen und die Kerzen herauszunehmen. Eine endgültige Arbeit. So endgültig wie die Entscheidung Fifis, was mit ihm nach seinem Tod passieren soll. Ich habe das schon testamentarisch verfügt. Ich werde nicht verbrannt. Ich möchte gut oldschool-mäßig in einem Holzsarg liegen und dort vor mich hin modern. Ich möchte auch dann noch als Toter vielleicht jemandem was geben. Und wenn sich ein Wurm ein gutes Festmahl an mir macht, na ja, warum nicht, soll er? So, dann haben wir das auch. Wunderbar, Walter. Dann danke ich dir, gell? Hat mich gefreut, alles Liebe.
Und ich hoffe, dass wir uns in nächster Zeit beruflich nicht sehen werden. Genau. Gell? Ja. Nur privat, wenn ich da bin. Ja? Genau. Ich glaube, ein ganz großes Wort, wenn man sich auf so einem Ort befindet, sollte sein Dankbarkeit. Und das ist das, was mit diesem Gedanken werde ich heute Abend einschlafen. Ich weiß es nicht, was nachher ist, aber ich glaube, dass es eine Art von Wiedersehen wieder geben wird. Oder zumindest stelle ich mir so den Himmel vor. Wenn es auch vielleicht naiv ist, aber das würde ich mir wünschen. Dass ich die, die viel zu früh gegangen sind, noch einmal ganz tief in die Augen schauen kann und ihnen sagen kann, dass ich sie lieb habe und dass ich sie die Jahre sehr, sehr vermisst habe. Schöne Geschichte. Fifi Bissecker, wer Lust auf weitere tiefe Einblicke in sein Leben hat, dem kann ich zwei Termine ans Herz legen. 8.10. im Wiener Stadtsaal und am 31.10., also 31. Oktober, im Wiener Casanova mit seinem aktuellen Stück Fifis 50.